So, ja, es geht weiter. Ich habe mir das nochmal durchgelesen. Und es geht jetzt wieder zurück. Das war die falsche Richtung. Es geht jetzt wieder zurück zu dem Gerstand. Weil ich habe ja mal Gerhard gelesen. Und ich rede nochmal mit dem, nach dem, was ich jetzt am Buch gelesen habe. Da kommt schon wieder irgendwas auf mich zu. Ich habe schon jemanden fallen hören. Wenn die random spawnen, jeden Tag ein neuer. Die Zufallsencounter. In der Stadt. Das war nicht wieder so, es kommt, hey, trag mal die schweren Sachen. Ah, ich überfall dich jetzt einfach da hinten. In der Ecke. Richtig weird. Wo ist denn der Typ? Es ist helligster Tag. Ich muss darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ich mag diesen Andreas nicht so. Ich werde ihm nicht helfen. Aber der Typ ist halt auch nicht da. Warum chillt er nicht in seinem Gasthaus? Wie viel Uhr ist es denn überhaupt? 9:35 Uhr. Ist das jetzt ein Bug oder was? Ich hoffe es jetzt mal nicht. Ich will die Quest gerne zu Ende machen. Ich muss jetzt nur ein Bett suchen, dass ich mich reinlegen kann. Was ist denn da drin eigentlich? Nichts. Aber den Leuten ist es egal, ob ich da reingehe oder nicht. Jetzt gucke ich erstmal, ob er wieder da ist. Wenn nicht, dann muss ich was anderes tun. Dann muss ich ein bisschen die Konsole benutzen. Damit ich den finden kann, weil ich klappe jetzt nicht die ganze Stadt ab, nur um einen so einen Dude zu finden, der echt in seinem Gasthaus chillen sollte. Ist immer noch nicht da. Warte mal. Warum immer jetzt gerade die Namen weg waren. Was geht denn hier vor? Also ich probiere es jetzt einfach mal, okay? Ja, ich bin's. Go to. Oh, whoops. Vielleicht kann ich Gerstand selbst einschließen, aber das Goto hat jetzt nicht funktioniert. Nö.
Go-To funktioniert auch nicht. Mist. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Weil mit dem einen Typen kann ich nicht sprechen. Der sagt mir ja gar nichts. So, jetzt bin ich mal zum Weinberg hochgelaufen. Ich habe jetzt tatsächlich nachgeguckt. Weil mich fuchst das halt mega, weil der Typ ist immer noch nicht aufgetaucht. Ich habe jetzt nochmal gewartet und so. Aber der taucht halt einfach nicht mehr auf. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich habe auch nachgegoogelt. Aber nicht sagt mir, wo der Typ hin ist. Ich habe aber einen Tipp gelesen. Mit dem guten alten Liam. Ich muss einfach mal fragen, wie es ihm geht. Ein Auge auf Arbeit zu haben und eine ziemlich runde Aufgabe. Man kann eine Menge über die Person erfahren, wenn man sie beim Arbeiten beobachtet. Ich schaue nur nach, was hier los ist. Der Lagerraum ist ein wichtiger Teil eines jeden Bauernhofs. Hier bewahren wir die Ernte und die Werkzeuge für die Arbeit auf und abends können wir Bänke aufstellen, um ein Festessen mit den Knechten zu machen. Und was hier manchmal nachts passiert, wird besser geheim gehalten. Die Ernte ist gut. Holtwig hat ein Händchen für die Wirtschaft. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das Land nicht zu sehr ausbeuten. Sonst wird es unfruchtbar. Da muss man immer aufpassen. Leider denkt Holtwig im Moment nicht darüber nach. Er ist auf der Suche nach Geld, um schnell mit seinem Bruder fertig zu werden. Ja, okay. Woher weißt du so viel über den Hof? Du bist ein guter Junge, der einem senilen alten Mann zuhört. Also werde ich es dir erzählen. Ich war der Verwalter des Weinbergs, als Valerio noch lebte. Nach seinem Tod entfernte Holtwig mich von seinen Aufgaben. Das hat mich nicht überrascht, denn der Junge ist sehr schlau. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die beiden mag. Aber für Holtwig ist schon ein so kleines einfach Zuneigung zu Andreas ein Verrat. Selbst wenn er sein Bruder ist. Was denkst du über den Konflikt zwischen Andreas und Holtwig? Das ist das Schlimmste, was im Weinberg seit vielen Jahren passiert ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Alter noch mit ansehen muss, wie sich Valerios Söhne gegenseitig an die Kehle springen. Okay. Gumpert. Oh, ist der Wein schon fertig? Geduld, ich habe dir gesagt, dass ich dir einen Läufer schicke, wenn er fertig ist. Ah, okay. Weiß ich ja nicht mehr. Ist schon ein bisschen her. Okay, dann gucken wir mal. Das ist Warte Dennis. Mal. Du machst das ziemlich gut. Kannst du mir was beibringen? Sehe ich so aus wie jemand, der nun, wenn du das Geld übrigen kannst, kann ich dir was beibringen. Ich will nichts angeben, aber ich kann ganz schön zuschlagen und ich habe früher den Kampf mit Langwaffen geübt. Wahrscheinlich erinnere ich mich noch etwas daran. Unterrichte mich. Stärke bis 5. Zweihändige Waffen. ...15 Lernpunkte. Ne, dann nehme ich einige Waffen. Es scheint, dass ich dir nichts mehr beibringen kann. Warte mal. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt bei Araxos noch was gezahlt hätte, aber ich meine, ich habe da momentan niemanden, der mir was beibringen kann. Also zumindest in puncto Zweihandwaffen. Aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht genau. Okay, also mit Holtwig kann ich da jetzt nicht sprechen. Ich kann nur versuchen, seinen Geldbeutel zu stehlen. Noch mal 40 Lernpunkte, dann komme ich hier auf Dingens. Dann komme ich hier auf Meister. Und dann kann ich die Waffen auch richtig halten. Ja, ist ein bisschen schlecht aktuell. War gleich im Konflikt der Brüder. Also deinem Gesicht nach zu urteilen, gehörst du zu den Menschen, die nicht aufgeben, oder? Weder Holtwig noch Andreas. Zufrieden? Warum? Sicherlich würde Valerio wollen, dass sie sich gemeinsam um sein Erbe kümmern und nicht wie Scavenger um einen Kadaver kämpfen.
Ich habe sogar mit Liam darüber gesprochen. Schade, dass wir das Testament von Valerio nicht sehen können. Ich bin sicher, dass es dort einen Eintrag gibt. Hey, du! Hey! Das ist auf jeden Fall interessant. Hey! Entweder habe ich mit denen allen schon geredet oder. Warte mal. Ich muss nochmal mit Liam sprechen. Kannst du mir was über den Konflikt der Brüder erzählen? Wie sehr bist du neugierig darauf? Ich war so enttäuscht von diesen Jungs. Weißt du viel über die Söhne von Valerio? Natürlich habe ich sie teilweise erzogen. Wenn einer von ihnen etwas angestellt, kam er zuerst zu mir, damit ich ihm helfen konnte, seinen Vater zu beruhigen. Ich habe Holwig beigebracht, wie man die Reben bearbeitet, und Andreas habe ich mit dem Papierkram geholfen. Es war eine friedliche Zeit. Was war es, das die Brüder auseinandertrieb? Das lag vor allem an ihrem Vater. Er beschloss, dass ein Sohn nur den Anbau und der andere Sohn den Handel machen sollte. Er argumentierte, dass eine allgemeine Ausbildung für beide nicht gut wäre, weil sie zwar bei jedem Betrieb ein wenig wissen, aber in keinem Meister sind. Das führte dazu, dass sich die Brüder entzweiten. Der eine war immer eifersüchtig auf die Fähigkeiten des anderen, denn Klugheit im Rechnen und Geschicklichkeit im Sammeln ist immer vom Vorteil. Valerio hat Andreas den Weinberg verschrieben und Holtwig kann das nicht ertragen. Er ist älter und glaubt, dass er mehr Recht an dem Gut hat als sein Bruder. Gibt es eine Chance, dass sich die Brüder wieder versöhnen? Leider stirbt die Hoffnung auf eine Einigung mit Valerio, denn er war der Einzige, der sie vollständig kontrollieren konnte. In seinem Tagebuch erwähnte er, dass er es gerne sähe, wenn die Söhne das Weingut gemeinsam bewirtschaften würden. Er hat es nicht in seinem Testament festgehalten, denn die Aufteilung seines Erbes zwischen zwei Personen erfordert zusätzlichen Papierkram, mit dem sich Valerio nur ungern befasst. Er hofft, dass die Brüder sich selbst organisieren würden, aber leider... Kannst du mal was über den Tod von Valerio erzählen? Ich vergesse das lieber. Wir luden den Karren mit Brettern voll, weil wir den Schuppen am Hang abstützen mussten. Wir waren zu dritt und ich, Holwig und Valerio. Ich wusste, dass es eine Menge Bretter waren und wir sie zu zweit auf den Karren gebracht haben. Pech, dass es am Vortag geregnet hatte. Und du weißt ja, was für Wege wir hier haben. Wir fielen in einer Spurrille und blieben hängen. Holwig und ich schoben hinten an, während Valerio das Rad herunterlief. Wir hatten so viel Kraft, dass der Wagen aus dem Schlamm sprang und Valerio hatte keine Zeit mehr zum Ausweichen. Was wäre, wenn jemand den fehlenden Papierkram erledigt? Wie schon sagte, Valerio hat es nicht getan. Er vielleicht nicht, aber jemand anders. Du wirst das Testament fälschen? Das ist nicht richtig. Außerdem müsste das Dokument durch den Notar der Stadt gehen. Das ist unmöglich. Und die Brüder haben es bereits gesehen. Warum sollte es sich also für eine Fälschung interessieren? Was ist, wenn Valerio sich entschlossen hat, den Papierkram zu erledigen und eine andere Version des Testaments aufgesetzt hat? Mit der Zustimmung des Stadtanwalts. Der Stadtanwalt wollte immer, dass der Weinberg an die Stadt angegliedert wird. Besonders nach Valerius Rebellion. Deshalb hat er den Brüdern die neue Version nicht gegeben, weil er kein Interesse daran hatte. Er ist einfacher, jemand die Bedingungen zu diktieren, der es vielleicht bereits, der sie gerade kennt. Lass mich nachdenken. Was wäre, wenn es eine Klausel gäbe, die besagt, dass der Hof nur intakt bleibt, wenn Valerius Söhne zusammenarbeiten? Andernfalls würde der Weinberg in die Hände der Stadt übergehen, ließ Stadtanwalt. Die Frage ist nur, ob wir ihn dazu bringen, zu unterschreiben. Mach dir keine Sorgen, ich schaffe das schon. Nun gut. Morgen werde ich das Dokument vorbereiten und ich werde Valerius Tagebuch finden, damit mit jemand ein Testament in derselben Handschrift schreiben kann. Müsst du den Inhalt vorbereiten? Ja, was denkst du denn? Dass ich in meinen Jahren auf dem Weinberg noch nicht die Gelegenheit hatte, wichtige Dokumente anstelle des betrunkenen und unpässlichen Valerius zu schreiben? Sieh an, die überrascht mich. Ja, okay. Der alte Liam und ich haben bereits einen Plan ausgedacht, der die Brüder zusammenbringen könnte. Dafür ihn morgen früh. Ja gut, dann penne ich jetzt einfach. Hier ist dieser andere Punkt.
Und schlafe jetzt eh bis zum nächsten Morgen. Ist das korrekt? Ja. Hey, du. Hast du die Vorlage vorbereitet? Ja, hier ist sie. Wir haben zwei Kopien. Eine für uns und eine für das Archiv des Anwalts. Ja klar, nun zur Probe von Valerius Handschrift. Hier, das ist dein Tagebuch. Sorge dafür, dass ich es nachher in einem Stück zurückbekomme. Okay, muss ich da jetzt mit dir zum Notar gehen? Ich habe fast alles, was ich für den Fälschungsdokument brauche. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der den Job macht. Vielleicht gibt es einen Ex-Schreiber, der seinen Lebensunterhalt verdienen muss. Ich werde mich in der Stadt umsehen. Okay. Ach komm, dann mache ich nochmal einen kurzen Skip. So, jetzt spreche ich mal mit Bradlock. Ich habe ein paar Fragen. Okay, der kann mir da nichts dazu sagen. Wo es hier so jemanden gibt, der ein Dokument fälschen kann. Alles Volkers Männer. Norman. Oh, der kann mich auch unterrichten. Was denn? Stärke, Geschick, einhändige und zweihändige Waffen. Bögen und Armbrust. Der kann mich an allem unterrichten, der Typ. Der ist ja sehr vielseitig. Aber ich muss immer noch so einen Schreiber finden. Normaler Bürger. Dunkler Paladin. Führer Ramona. Wo hält sich denn jemand so am ersten auf? Alan wird es nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich bei Arax was fragen soll. Mir fällt halt niemand, also mir fällt jetzt so direkt niemand ein, der sowas machen könnte. Ich habe überlegt, einen Job in der Altstadt zu suchen. Zu dem du keinen Zugang hast. Wenn jeder Bürger dort ohne Beschränkung reinkommen würde, wäre es in einer Woche durcheinander. Zugang zu diesem Teil der Stadt erhältst du auf ausdrückliche Einladung eines Einwohners, wenn du eine hohe Position in einer der Gilden inne hast. Einigen wir uns darauf, dass Letzteres in nächster Zeit nicht passieren wird. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dich wiederzusehen. Und wie du selbst zusiehst, musst du zu einer weniger fähigen Gesellschaft gehen. Okay. Okay. Dabei ist eigentlich nur random. Mal so in den Raum gefragt. Ich könnte den Kartenmacher fragen. Der müsste auch schreiben können. Wir sind am Hafen. Sag ich erstmal Guard noch? Ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Die Leute vom Kloster brauche ich nicht fragen. Oder kenne ich jemanden in der Unterstadt, der sowas macht? Frag mal Scammerboy 500. Okay.
Bohrer. Ach, das ist der Zeichendiebstahltyp. Wie sieht's aus? Ist alles in Ordnung? Hast du etwas mit mir zu tun? Fortgeschrittener Taschendiebstahl. Hört sich nicht schlecht an eigentlich. CNEP sind CNEP. Ich könnte aber auch mal im Hafen normal fragen. Also die Dingens könnte ich fragen. Frau, ich weiß alle. Wie ist hier so ein Viech, Alter? Jetzt ist es tot. Fliegt die ganze vor meiner Nase rum, das hat mich getriggert. Helga konnte ich mal fragen. Ich brauche Informationen. Okay, das kann ich nicht fragen. Ich frage da mal Kurt. Bravos, nee. Tom, nee. Arnold. Was macht sie hier? Ich trinke, ich bin faul. Und wie sieht es dann für dich aus, Penner? Ehrlich gesagt dachte ich, dass du genau das tust. Bravo, noch mehr dumme Fragen. Und genauso treffende Kommentare. Warum besorgst du dir nicht etwas Arbeit? Ich würde alles tun, um nicht für diesen Pisser Florin zu arbeiten. Hast du ein Problem mit der Behörde? Was ist mit dir? Bist du von einem Baum gefallen? Jeder, dem daran gelegen ist, die Lebensbedingungen in dieser versunkenen Loch zu verbessern, sollte ein Problem mit dem König haben. Du denkst, in der Politik läuft es schlecht? Schlecht ist eine Untertreibung. Die Macht begünstigt die Reichen und beutet die Armen aus. Das ist schon lange bekannt. Außerdem, warum zum Teufel sollte ich in einen Krieg sterben, der uns überhaupt nicht interessieren sollte? Die Macht sollte in den Händen des Volkes liegen. Das ist es. Vielleicht würden dann alle besser leben. So wie das Volk einst Volkszag gewählt hat, sollte das Volk jetzt die Gouverneure wählen. Also keine Angst, dass du hinter Gittern landen würdest. Du wirst deine Meinung ändern, wenn die Orks an deiner Tür klopfen. Gehörst du zu den Agitatoren dieses Arschlochs, dass du so schwärmend bist, oder vernebelt dir königliche Münzen die Stirn? Und das sagt mir eher die Vernunft. Das ist genauso dumm wie der Rest von ihnen. Okay. Das war sehr unnötig. Aber ich frage mal Kurt. Hey! Okay, Kurt weiß auch nichts.